Ach, ich habe übrigens bemerkt, vor einiger Zeit, dass, das habt ihr wahrscheinlich auch schon längst bemerkt, dass, Moment, Tag? Tag, es werde Tag. Oh ja, seht ihr, da ist es schön hell. Die Fackeln machen natürlich noch jetzt so ein gelbliches Licht, aber von hier oben, da fällt Tageslicht herein. Okay, jetzt schauen wir uns das mal von oben an. Also ich habe sicherlich auch schon bemerkt, dass, wenn man zum Beispiel Blöcke hinsetzt, ich mache das mal explizit hier mit einem Erdblock. Was habe ich denn da jetzt wieder? Naja, okay, ist ein Durcheinander wieder alles. Ja, so, einen Erdblock, den setze ich hin. Also für mich, da ich jetzt aufnehme und direkt im Spiel das sehe, kommt das alles gleichzeitig. Aber in der Aufnahme ist das sicherlich verschoben. Da wird erst der Block gesetzt und kurz darauf kommt das Geräusch dann dazu. Das ist, ja, das ist mir aufgefallen vor einiger Zeit. Warum das so ist, weiß ich nicht. Das verschiebt sich einfach so ein bisschen. Das ist nicht schön, aber ich wüsste nicht, was ich da jetzt ändern kann. So, also hier haben wir das Dings hier. Da müssen wir dann nachher noch irgendwas drum bauen, aber erstmal lassen wir das so. Eben ein Gebäude, sodass da niemand hin kann. Okay, schön. Ich bin zufrieden damit. Gefällt mir sehr gut. Auch diese Erze, die man da sehen kann. Ah, das ist gut. Und ich hätte gerne noch eine Fackel daneben. So, hier noch eine Fackel. Da kann man da hinten auch nochmal eine hinmachen. So, damit man das auch wirklich gut sehen kann. Ja, das ist schön, dieses Tageslicht hier. Ja, okay, aber die Fackeln lasse ich denn auch da. Okay, das mit der Werkbank, die kann hier eigentlich weg. Die kann hier weg, und aber ich will sie hier unten lassen. Wo haben wir sie denn? Hier. Denn wir müssen ja hier noch weiterbauen, hier den Weg nach da unten. Aber dafür kann ich die Werkbank ja dann auch da unten hinsetzen. Okay, gut. Was für eine bescheuerte Idee, da unten noch so einen Verkaufsstand hinzumachen. Aber das ist ja egal, es ist nur ein Spiel. Und ein paar bescheuerte Ideen dürfen schon da sein. Okay, so, jetzt haben wir auch das. Dann würde ich sagen, packen wir dann wieder aus. Moment, hier, so. Das da lasse ich da, die Erde auch. Kisten kann ich auch da lassen. Blumen kann ich mal da lassen, die Schilder. Das Holz ebenso, das auch. Den leeren Eimer, ach nö. Den kann ich mitnehmen, das Glas kann ich da lassen. Die Öfen nehme ich wieder mit. Ja, alles andere kann ich mal wieder mitnehmen. Ach, Moment, da war ja noch was, richtig. Ja, dann fangen wir doch gleich mal damit an. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich das alles so dann letzten Endes machen werde, aber das ist ja egal. Ich brauche mal hiervon was. Aber ich will gerne erst diese Sachen hier aufräumen. Und ich muss sowieso ins Lager, um was zu holen. Okay, also dann gehen wir doch mal wieder ins Lager. Da steckt sowieso schon einiges drin hier. Das kommt mal dahin. So, diese brauche ich. Ich brauche Rotstein. Es ist eigentlich nicht viel, was ich brauche. Rotstein und einen Hebel brauche ich. Da muss ich mir aber erst einen bauen. Oder habe ich... Nee, das ist Netherzeug. Nee, ich muss mir noch einen bauen. Stöckchen und Bruchstein. Halt, den Bruchstein. Kann ich dann eigentlich gleich hier machen. So, bauen wir uns mal ein paar Hebel. Ich brauche nicht viele, ich brauche nur einen, aber ich will jetzt gleich mal, wenn ich schon dabei bin, dann mal welche auf Vorrat machen. So, das wieder rein. Ich hole mir gleich noch ein paar Stöckchen. Ja, komm. Du kommst da rein. So, dann haben wir hier auch wieder Stöckchen drin. Die Hebel nehme ich jetzt einfach mal alle mit. Ach ja, ich muss ja noch... ich brauche ja noch klebrige Kolben. Wie macht man die Kolben jetzt nochmal? Ah, ich kann ja nachschauen. Moment, ich kann ja nachschauen. Kann ich das? Ah, hier. Kolben, hier. Ach so, Schleimball und einem und aus einem normalen Kolben. Aha, okay. Habe ich denn Schleim? Ich müsste Schleim irgendwo da haben. Das wäre aber dann hier drin.
Was? Kein Schleim? Ja, dann baue ich jetzt erstmal einfach so Kolben. Ja, doch. Also ich brauche natürlich klebrige Kolben. Ich habe jetzt keine. Also keinen Dings. Keinen Schleim. Eis brauche ich noch. Und Holz. Schwarzeichenholz. Ja, von Schwarzeiche haben wir so viel. Also nehmen wir das. Ja, dann müssen wir uns demnächst also mal zusehen, dass wir sowas kriegen. Wie war das jetzt? Ich glaube so. Rotstein da. Das da oben drauf. Und das hier darunter. Ja, genau. Da kann ich gleich mal ein paar mehr machen. Gut, haben wir mal 10. Das soll jetzt erstmal genügen. Rotstein habe ich auch, ja. Ich glaube, das war's. Mehr brauche ich jetzt erstmal nicht. Außer, dass die Kolben noch klebrig sein müssen. Ja, das ist klar. Das dürfte es gewesen sein. Holz wieder weg. Und dann teleportieren wir uns mal wieder zurück zum Kulturgarten. So, ich habe ja gesagt, dass es von der Höhle aus da unten einen Weg irgendwie darüber geben soll, den man damit so eine Geheimtür aufmachen kann. Und die wollen wir jetzt mal bauen. Habe ich mir auch schon mal alles angesehen. Das lässt sich auch machen. Wie wir dann da hinkommen unterirdisch, das weiß ich noch nicht. Aber das ist ja egal. Das kriegen wir schon hin. So, hier runter. Ich will eben noch was essen. So, das da soll der Geheimgang sein. Hier in der Ecke. Jetzt muss ich erst ein bisschen Platz machen hier. Und Fackeln hinstellen. So, dann soll ich hier soll wieder zugehen. Soll genauso sein. Und dann brauche ich die Kolben. Jetzt muss ich schauen, wie ich die, naja, so natürlich nicht. Wie muss ich die hinbauen? So müsste das gehen. Und ich brauche Platz, damit ich da eine Spur hinlegen kann von Rotstein. Tja, wie war das jetzt? Moment mal. Das war ja immer ein bisschen kompliziert mit dem Rotstein, ne? Der muss ja hier so, der muss direkt senkrecht da dann irgendwie drankommen. Da und da und von da hinten auch ranführen. So, ich brauche noch mehr Platz. Aber passt das alles so? Ich mache mal das hier noch weg. Dann kann ich nämlich prüfen, ob die Kolben auch ausfahren. Nee, Moment. Das kann weg. Und das da. Und dann kann ich hier... Ich muss noch mehr Platz haben. So, das da. Ich bin auch nicht so ganz zufrieden mit... Nee, das muss... Nee. Das passt doch alles hier nicht. Oder doch? Ich bin jetzt irgendwie gerade ein wenig überfordert, aber egal. Ich probiere das jetzt mal mit dem Hebel aus. Okay, das funktioniert. Jetzt ist nur noch die Frage, wie ich das ein bisschen platzsparender machen kann. Aber ich kann ja hier eine Mauer hinziehen. Das nehme ich dann, mache ich dann aus Bruchstein hier. Und das hier einfach so... Ah, Moment, ich kann ja... Ah, stimmt, ich kann das hier wegmachen und da zumachen. Moment, eben. So. Und wenn ich den Hebel da unten jetzt dran setze... Ich brauche hier noch mehr Platz. Moment mal. So, ein bisschen zumindest. Wenn ich den Hebel jetzt da drunter...
da unten hinsetze, müsste es auch gehen. Ja, und das geht auch. Nochmal eben die beiden weg. So, jetzt sind die Kolben ausgefahren. Ja, aber das stimmt doch wieder nicht. Moment mal, nein, ich muss die ja sowieso noch weiter nach hinten setzen. Oh nein, das war total verkehrt. Nee, okay, ich muss alles nochmal wegreißen. Einfach mal alles nochmal weg. So, nochmal komplett von vorne. Ich muss das besser planen. Also, ich brauche hier dies. Das bleibt auf jeden Fall da. Diese hier werden bewegt. Ich nehme da jetzt mal... Nehmen wir da mal Kies. So, dann muss ich hier die Kolben hinsetzen. Moment, ich muss die Kolben da hinsetzen. Ich brauche hier was, wo ich die dran machen kann. So, Kolben. Dahin. Und die sollen normalerweise ausgefahren sein. Ja. Und jetzt müssen wir das gleiche nochmal machen mit den Sachen, die wir da vorhin gemacht haben. Denn ansonsten war das ja schon ganz gut. Es muss alles nur um eins nach hinten versetzt werden. So. Da wird der obere angesteuert. Und da wird der untere angesteuert. Die kann ich hier zusammenführen. Und hier was hinsetzen, eine Mauer. Und da den Hebel dran. So, jetzt gehen die auf. Und da ziehen die sich zurück. Also ich muss natürlich die Kolben noch ersetzen durch klebrige Kolben. Okay, aber das ist ja klar. Nein. Ich wollte eine Fackel hinsetzen. So. Und jetzt kann ich nämlich das hier... Ach komm, da könnten wir eigentlich mal so nobel sein und... Und Glattstein nehmen. Eigentlich schon. Ah, es ist dunkel. Das gefällt mir wieder gar nicht. Okay, also, ja, dann lege ich mich mal eben hin, denn ich habe keine Lust, da jetzt mich mit Monstern rumzuärgern. Das sind ohnehin schon welche da. Viel zu viele. Aber, naja, Moment, da ist eins. Und das ist auch noch ein Creeper. Aber ich kann mich hinlegen. Ah, sehr gut. So, Glattstein. Haben wir Glattstein hier? Ich sehe keinen. Ach nö, jetzt haben wir keinen Glattstein hier. Jetzt muss ich wieder loswetzen und was holen. Da ist leider auch nichts drin. Ja, also gut, dann nochmal ins Lager und Glattstein holen. Hier. Ich habe so viele Wegpunkte. Die muss ich erst wieder alle finden. Hier, da, direkt danach, da hinten. Da haben wir immer noch gar nicht alles geschafft, was ich in dieser Aufnahme eigentlich machen wollte. Aber das macht nichts. Ich muss bald aufhören. Also das, ich weiß jetzt nicht, wo ich schneide. Halt. Moment. Sind wir schon in der letzten Folge oder noch in der vorletzten? Weiß ich nicht, ist es auch nicht so wichtig. So, das weg und Glattstein dahin. Ja, doch, so passt das alles. Hebel. Jawohl. Normalerweise sind die ausgefahren und dann sieht man das nicht. Und dann kann man das so auf und zu machen. Okay. Dann kann ich das aber auch so lassen und dann mache ich das hier wieder zu. Okay, und hier führt dann der Gang weiter nach hinten. So, eben noch eine Fackel hin. Setzen wir auch da nochmal eine hin. Okay, und nee, da mache ich wieder zu. Erstmal. Zack. Ja, da kann man dann auch wieder zumachen. Na, von hier außen. So, schade, dass ich keine Schleimkugeln habe. Aber ja, ist jetzt so. Das wundert mich eigentlich. Oder habe ich die nur einfach wieder mal zu gut aufgeräumt? Ach, ich weiß nicht.
Naja, also, und den Anschluss hier zu dieser Geheimtür, den, ja, den werden wir schon irgendwie hinkriegen dann, irgendwann mal. So, das lasse ich alles hier. Die Hebel auch, ja, lasse ich einfach mal hier. Okay, gut. Dann haben wir auch das hier. Ach, schön. Ja, dann haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit und ich würde sagen, da kehren wir wieder zurück. Zum Heim. Und fangen an mit den Beeten. Ich brauche hier nur Material. Dies hier brauche ich. Ich habe mir dafür eigens ein Bild vorbereitet. Moment mal, ich gucke das eben mal an. Kram erstmal. Hallo, Bild. Das will nicht. Ich weiß auch nicht wieso, aber... Ach, jetzt. Okay. Jetzt sehe ich natürlich sonst nichts mehr von der ganzen Aufnahmesache da. Ach nee, ich habe die... Moment, ich muss eben nochmal...